schon leidenschaftlich vorgetragen hat. Und ja, und dann sollte man vielleicht nicht zu arg böse mit so einer Schwiegermutter, mit so einer bösen Klischee-Schwiegermutter umgehen. Denn schließlich ist sie auch vorgeprägt. Sie handelt ja auch aus einer Vorprägung. Und zwar aber aus einer Familientradition offenbar, auf die sie sehr stolz ist. Ja, ja, aber könnte man vielleicht so 7 goldene Regeln für Schwiegermütter entwickeln? Wir könnten das ja mal versuchen. Ob wir es auf 7 bringen, wird sich zeigen. Golden sind sie vielleicht trotzdem. Ich meine, da haben wir einen Punkt. Nicht die eigene Familie so hoch stellen, dass überhaupt kein anderer Chancen hat, das eigene Kind als gleichwertigen Partner zu heiraten. Hier wertet sich ja den Schwiegersohn von vornherein ab. Er hat nicht studiert, so Menschen braucht man zwar auch, aber im Übrigen ist an ihm nicht sehr viel dran. Wir haben, glaube ich, einen anderen Eindruck von ihm gewonnen. Punkt 2, ein Kind auch abgeben. Nicht an sich klammern, nicht verlangen, die Bindung zu mir muss die wichtigere sein, sondern entscheide selbst. Aber nun nicht nur mit dieser Scheinentscheidung, wie sie sie ihr jetzt zuschiebt, die ja keine ist, denn sie setzt sie gleichzeitig massiv unter Druck, sondern wirklich frei. Sich zurücknehmen, sich zurückziehen. Altern heißt sowieso, sich zurücknehmen heißt Abschied nehmen, heißt mit weniger zufrieden sein und zwar freiwillig. Wobei man da viel mehr gewinnen kann, denn ich meine, freiwillig wird die Tochter viel lieber und öfter zu der Mutter kommen als gezwungenermaßen. Ja, sie hat nichts davon, sie selber auf die Dauer sicher auch nicht. Die Tochter wird ja irgendwann das Scheitern dieser Ehe vorhalten, könnte ich mir denken. Weitere Regeln, beide gleich behandeln, zum Beispiel auch bei Geschenken. Und den anderen spüren lassen, du bist erwünscht, du bist mir genauso viel wert wie das eigene Kind. Weitere Regel, das wäre, glaube ich, die 4. etwa, nur kommen, wenn beide es wünschen, zu Besuch zum Beispiel oder auch sonst. Einen Rat nur geben, wenn beide es wünschen, nicht auf das eigene Kind in irgendeiner Weise einwirken oder einen Rechtsanspruch ableiten. Viele Mütter reden dann ihren Töchtern in die Küche, in die Erziehung, alles Mögliche hinein, sowas muss Ärger geben. Ja, das wären, wenn wir eine 5. hinzufügen wollen, würde ich sagen, Überlegenheit, Humor behalten und den Streit der Kinder, wenn er einmal auftritt, zwar nicht schlichten, aber wenigstens auffangen und nicht, wie sie es tut, auch noch schüren. Nach der 2-wöchigen Bedenkzeit treffen sich alle Beteiligten wieder im Familiengericht. Auch Frau Markwitz hat ihre Tochter wieder begleitet, obwohl sie bei diesem Termin nicht als Zeugin vorgesehen ist. Ihre Tochter hat sich, wie kaum anders zu erwarten war, für ihre Mutter und gegen ihren Mann entschieden, also für Scheidung. Sie hat ihren Anwalt beauftragt, für die noch offenen Fragen eine Kompromisslösung mit dem Anwalt ihres Mannes auszuhandeln, damit die Richterin der Scheidung zustimmen muss. Die Richterin prüft im Termin zunächst, ob beide Eheleute sich scheiden lassen wollen. Dann geht sie auf den Vorschlag von Herrn und Frau Reisch ein, dass ihre Tochter Beate bei der Mutter bleibt. Das Jugendamt hat bereits zugestimmt. Also mit anderen Worten, dieser gemeinsame Vorschlag, der entspricht dem Kindeswohl am besten. Und ich werde von Amts wegen dann auch in dem Sinne entscheiden. Den Unterhalt gegenüber dem Kind, das haben Sie vorgelegt jetzt. Und das sollen 430 Mark sein. Ja. Den Ehegattenunterhalt, den haben Sie auch geregelt, wie ich sehe. Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Antragsgegnerin nur zum gegenwärtigen Zeitpunkt wegen der bei Beginn der Eheschließung abgebrochenen Berufsausbildung einen Anspruch auf Unterhalt zum Zweck einer Nachholung der beruflichen Qualifikation gemäß § 1575 BGB hat. Zu diesem Zweck zahlt der Antragsteller an die Antragsgegnerin ab Rechtskraft der Scheidung bis zur Aufnahme der Ausbildung als Verlagskaufmann einen monatlichen Unterhalt in Höhe von DM 470. Für den Fall, dass die Antragsgegnerin die Ausbildung als Verlagskaufmann aufnimmt, zahlt der Antragsteller im Rahmen seiner Unterhaltspflicht ab 1.10.1981 bis zum Ende der Ausbildung, spätestens bis zum 30.09.1983, einen monatlichen Unterhalt in Höhe von DM 250 im Voraus jeweils zum 3. eines jeden Monats fällig. Im Anschluss an die Beendigung der Ausbildung, spätestens ab 30.09.1983, verzichten beide Parteien für die Zukunft und für den Fall der Not gegenseitig auf Unterhalt. Sie haben sich weiterhin geeinigt auch über die Ehewohnung, insofern als das Hälfte, das eheliche Haus, also was Ihnen bisher als Miteigentum gehörte,
dieser Anteil übertragen werden soll. Über den Hausrat haben sich auch geeinigt, indem sie festgestellt hat, dass es erfolgt ist, und haben sich auch über den Zugewinn geeinigt. Damit haben wir alle Voraussetzungen des 630 erfüllt. Ich werde Ihnen das jetzt im Einzelnen noch mal vorlesen und Sie erklären dann Ihr Einverständnis oder Nicht-Einverständnis damit. Die Familienrichterin verließ die von den Parteien vorgelegten Vereinbarungen. Dadurch wird ein Prozessvergleich geschlossen, der jeder Partei ermöglicht, bei Nichteinhaltung einer Abmachung unverzüglich den Gerichtsvollzieher zu bemühen. Wenn zum Beispiel Herr Reisch nicht pünktlich den Unterhalt zahlen würde, könnte seine Frau ihn sofort pfänden lassen. Im Anschluss an die Verlesung bereitet die Richterin das Urteil vor und lässt den Protokollführer die Öffentlichkeit herstellen. Ihre Schwiegermutter repräsentiert die Öffentlichkeit. So, dann ergeht im Namen des Volkes folgendes Endurteil. Erstens, die am 24.03.1967 vor dem Standesbeamten des Standesamts Stuttgart, Heiratsregister Nummer 132 aus 67, geschlossene Ehe der Parteien wird geschieden. Zweitens, die elterliche Sorge über das aus der Ehe hervorgegangene Kind Beate, geboren am 23.09.1967, wird der Antragsgegnerin übertragen. Römisch drittens. Vom Versicherungskonto des Ehemannes werden Rentenanwartschaften in Höhe von monatlich 265,25 € auf das Versicherungskonto der Ehefrau übertragen. Viertens, die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben. Kollege, dann würden wir auf Rechtsmittel verzichten und auch auf... Und auch auf Tatbestand und Entscheidungsgründe. Die Parteien erklären beide Rechtsmittelverzicht, wenn Sie es bitte vorlesen würden. Beide Parteivertreter erklären um 11.26 Uhr Rechtsmittelverzicht. Und den beantragen dann den Streitwert im Büro Weg festzusetzen. Sie beantragen Streitwert. Ja, übereinstimmend. Ja, und dann ergeht noch folgender Beschluss. Der Streitwert für dieses Verfahren und für den Vergleich wird im Büroweg festgesetzt. Damit sind wir heute am Ende. Danke sehr. So, Sie sind jetzt geschieden, bitte. So, das war's. Jetzt sind Sie richtig kräftig geschieden. Wiedersehen. Also die Scheidung ist jetzt endgültig. Sie ist endgültig. Wir haben eben auf Rechtsmittel verzichtet und damit ist es die Scheidung rechtskräftig. Ja. Sie können also, sobald das Urteil vom Gericht vorliegt, können Sie wieder heiraten. Wird es eigentlich große Schwierigkeiten geben, wenn meine Tochter ihren Mädchennamen, ihren Familiennamen wieder annimmt, den Namen Markwitz? Nein, da braucht sie nur bei ihrem Einwohnermeldeamt, dort wo sie geboren ist, braucht sie den Antrag stellen, dass sie die Mädchennamen wieder annehmen will, und dann geschieht das. Zwei Fragen hätte ich noch, Herr Rechtsanwalt. Einmal, Sie haben es ja nun selbst miterlebt, sobald das Schild öffentlich erscheint, erscheint auch meine gewesene Schwiegermutter auf der Bildfläche. Und kann man so etwas nicht schriftlich fixieren, dass ich sie also bei meinen Sonntagsbesuchen, wenn ich Beate besuche oder abhole, dass ich da nicht unbedingt sie treffe? Sie sprechen hiermit das Verkehrsrecht an. Sie haben ja gehört, wir haben das so vereinbart, dass wir das Ihnen als den Eltern überlassen, dass Sie eben dieses Verkehrsrecht großzügig handhaben. Ich sehe aber natürlich keine Möglichkeit, hier in dieses Verkehrsrecht Ihre Ex-Schwiegermutter einzubetten, hier ihr auch eine Pflicht zu geben. Also ich würde hier sagen, warten wir ab, was auf uns zukommt. Gut. Aber grundsätzlich sehe ich also keine Möglichkeit. Gut. Schade. Und das Zweite ist einmal, welche Kosten kommen nun weiter auf mich zu? Also einmal Ihre Anwaltskosten und zum Zweiten die Gerichtskosten. Wie hoch werden sich diese Summen belaufen? Ich kann Ihnen hier jetzt noch keine genauen Beträge nennen. Ich kann Ihnen nur so viel sagen. Das Ganze richtet sich nach dem sogenannten Streitwert. Mhm. Der wird vom Gericht jetzt erst errechnet, festgesetzt, den Parteien mitgeteilt. Mhm. Die werden sich etwa bei 10.000 bis 12.000 Mark belaufen. Und das wird dann geteilt?